Ich bin Johannes, 24, studiere im Bachelor Maschinenbau und bin Weltrekordhalter über 100 Meter. Ich bin Jana, ich bin 28 Jahre alt, mache Leistungssport Karate und studiere den Master in Sportmanagement. Ich bin Annalena Forster, 24 Jahre alt. Meine Sportart ist Ski-Alpin Paralympisch und ich studiere Psychologie in Freiburg. Mein Name ist Johannes Weißenfeld, ich bin 24 Jahre alt, studiere an der Ruhr-Universität in Bochum Humanmedizin. Ich bin Kea Kühne, 28 Jahre alt und Freeskierin in den Disziplinen Slopestyle und Big Air. Ich studiere Chinesisch in München und Wirtschaftsprüfung in Innsbruck. Während andere sich komplett aufs Studium konzentrieren können, muss ich halt irgendwie noch 3 Stunden Training am Tag mit einbringen. Und das ist schon manchmal sehr belastend. Was mich besonders stolz macht in meinem Studienverlauf, ist, dass ich durch den Leistungssport lerne, mit Niederlagen umzugehen und mit besonders viel Ehrgeiz, Ausdauer und Disziplin meine 2 verschiedenen Studiengänge in 2 verschiedenen Ländern zu bewältigen. Sport und Studium unter einen Hut zu bekommen, bedeutet viel Koordination und auch viel Unterstützung von vielen Seiten. Und durch die Unterstützung der Deutschen Sporthilfe und der Deutschen Bank gelingt das doch ganz gut. Der zeitliche Aufwand, nicht immer der einer Amateursportart gleicht, sondern schon fast einer Profisportart gleichkommt. Und deswegen ist es einfach super, dass wir da den Rücken gestärkt bekommen und die halt für uns da sind. Die Deutsche Sporthilfe und die Deutsche Bank prämieren jährlich einen Spitzensportler, der auch noch studiert. Vote jetzt und kommentiert oder postet den Hashtag Sportstipendiat 2019, gefolgt von dem Vornamen deines Favoriten.